Ah, das ist echt nicht einfach. Was mache ich bloß? Ach, guck mal hier, der Vogt ist sogar markiert. Mensch, was mache ich? Will ich Schaden auf Magika machen oder will ich Schaden auf... Mann. So, guten Morgen, der Banditenanführer ist tot. Ich bin wegen des Kopfgeldes hier. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. 100 Gold. Gut, das reicht für einen Genießt Zauber. euren Besuch in Ich will nicht sagen, Drachenfest. ich habe es befürchtet, aber... Ach, seht ihr mal, ich wollte jetzt nochmal in dieses komische Einrichtungsbuch gucken. Mir fällt doch immer was Neues ein, was ich noch machen kann. Fibel des schöneren Wohnens. So, willkommen in eurem neuen Heim. Diese Fibel des schöneren Wohnens bietet eine Reihe von Paketen, die ihr beim Vogt des Fürstentums erwerben könnt. Jedes Paket enthält Möbel und Ausstattungsstücke für einen speziellen Bereich eures Hauses und wird euch nach dem Kauf angeliefert und aufgestellt. Ihr müsst nur das nötige Gold investieren, um den Rest kümmert sich der Vogt. Wenn ihr nach euren Einkaufen das nächste Mal nach Hause kommt, werdet ihr eure neue Ausstattung und euer Mobiliar an Ort und Stelle finden. Küche enthält eine Feuerstelle, einen kleinen Tisch und zwei Stühle sowie ein Regal zum Verstauen von Küchenutensilien. Wohnzimmer bietet an der Wand angebrachte Regale, einige Beistelltischchen und zwei Stühle in der Nähe der Feuerstelle, alles zentral im Erdgeschoss. Esszimmer, langer Holztisch und Bank, mehrere Regale mit Besteckgeschirr, Kochutensilien, Alchemielabor, Alchemietisch, Lesetisch und Stuhl sowie großer Kleiderschrank. Darin enthalten ist außerdem eine Trennwand zwischen Labor und Esszimmer. Kinderzimmer? Zum Paket gehören zwei Bettentruhe und Wandbehänge. Beachtet, dass dieses Paket ein bereits erworbenes Alchemielabor ersetzt und umgekehrt. Das ist ja scheiße. Ich hatte ja überlegt, ob ich so ein Kind adoptieren will. Dafür brauche ich 100 pro so ein Kinderzimmer, aber auf der anderen Seite Alchemielabor. Aber ich meine, gut, wenn ich ein Alchemielabor haben will, dann kann ich auch zu Arcadia rübergehen. Das ist ja gleich um die Ecke. Mal gucken. Dachgeschoss, Stühle und Tische. Schlafzimmer, Nachttische, Kommode, kleiner Tisch. Eine Trennwand, zusätzliche Privatsphäre. Naja, okay. Kann ich hier noch Lavendel mitnehmen? Nee. Oh, die Kinder wieder. Ihr geht jetzt besser. Oh, die nerven so. Wie komme ich hier raus? Ging das hier unten lang? Jetzt bin ich in irgendeiner Vorratskammer. In diesen Hallen hat niemand außer dem Rat Drachenfeste, gesagt. öffnen Tür. Vergesst das nicht. Ich mag ja nur eine Dienerin unter Fürsten sein. Jetzt bin ich hier gerade ins Putzkammer-Kabuff gekommen. Putzfrauen-Kabuff. Nee, da ging's runter. Ich bin gerade blöd. Hallo? Oh, halte mal die Klappe, du dummes Balk. Wo kommen diese Vampire her? Ihr geht jetzt besser. Wir müssen sie ausrotten, bevor sie noch mehr Unheil anrichten. Was ist denn jetzt mit Vampiren auf einmal? Ronga. Ihr geht jetzt besser. Mit dem hatte ich, glaube ich, auch schon mal zu tun. Hey, raus mit euch! Ach nee, guck mal. Hier ist noch so eine große Tür. Es kann sein, dass ich da rein muss. Ich bin doch durch so eine große Tür gegangen. Ja, gut, dann nehmen wir hier einfach die Abkürzung. Gut, dann gehen wir nochmal zum Herrn Heimlichfeuer und dann müssen wir jetzt nochmal. Ach, guck mal, der hat sogar auch ein Alchemielabor. Besucht ihr die Drachenfest? Was habt ihr zu verkaufen? So, wir sind immer noch kein Stückchen weiter. Bücher! Jetzt kann ich mir einen Zauber leisten. Blitz. Fügt Gesundheit und Magika Schaden zu. Feuerblitz. Feuerstoß, der 25 Schadenspunkte verursacht. Brennende Ziele erleiden zusätzlichen Schaden. Ich glaube, ich will den Feuerblitz haben. Dann kann ich mich nämlich auch mal ein bisschen zurückhalten und derjenige brennt einfach weiter. Ja, ich nehme Feuer. Wenn ihr die Im entsprechende Zweifel ist Nahrung Feuer habt, aus solltet ihr die Prinzip Akademie cool. lernen. Ich meine, überlegt mal zum Beispiel bei Pokémon, ob ein Glurak toll ist oder nicht. Das ist jetzt das Argument schlechthin. Wir haben einen neuen Zauber gelernt. So, dann wollen wir mal gleich gucken, was der kann. Zerstörung, Feuerblitz. Ach, das ist jetzt sogar Lehrlingsstufe hier schon. Kosten 6 pro Sekunde, kosten 33 pro Sekunde. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich.
pack den jetzt außerdem nochmal in die Favoriten rein. So, jetzt gehe ich erstmal nach draußen und probiere diesen Feuerblitz aus. Dabei fällt mir ein, wir haben jetzt gleich noch Talente zu verbessern. Ich werde jetzt verbessern, dass ich Lehrlingszauber, hallo, wirke Lehrlingszauber für die Hälfte der Magika. Bam. Und dann machen wir noch verstärktes Feuer. Feuerzauber bewirken 25% mehr Schaden. So. Alles klar. Dann ab nach Weißlauf. Und dann werde ich mich hier ein bisschen von dieser Wache entfernen, damit die nicht aggro wird. So, dann gucken wir mal. Ah, das sind solche Kugeln. So wie es aussieht, kann man die aufladen. Okay. Ach, dann kann man gleich zwei auf einmal schicken. Zeigt eure eitlen Zaubertricks einfach woanders. Oh, Entschuldigung. Also damit kann ich dann offenbar so Blitzsachen rumschleudern, Feuersachen rumschleudern. Na gut, so. Hey, aufpassen! Habe ich jetzt eigentlich schon verkauft? Nee. Ich könnte jetzt natürlich mal gucken. Ich rüste mich jetzt mal wieder mit meinem Schwert aus. Ich wollte ja jetzt mal gucken, ob ich mich irgendwo des Taschendiebstahls befleißigen kann oder des Diebstahls allgemein. Ich glaube, ich habe jetzt mal ein bisschen Lust auf Diebstahl. Wenn es jetzt schon mal dunkel ist, werden wir das mal tun. Das Problem ist, da unten steht eine Wache und behält den Marktplatz im Blick. Brenuin, wer ist das? Seid ihr immer betrunken? Der ist betrunken, das finde ich cool. Das Problem ist, da drüben beobachtet eine Wache. Kann ich hier eigentlich schleichen? Ich bin sowieso gerade gesehen. Denkt nicht mal im Traum daran. Okay. Der hat das schon gemerkt, dass ich hinter ihm her schleiche. Ich glaube, ich speichere mal. Ich möchte das wenigstens mal ausprobieren, was das so ist. Ich mach mich aus dem Staub. Vorne. Genug. Das wird wunderbar. Da vorne prügeln sich Leute. Vampirmeister? Warum kämpft ihr? Euer Blut wird schon nie. Habe ich ihn jetzt getötet? Mein Gegenstand ist nicht ausreichend geladen. Vor allem, wieso kann der so gut zaubern? Ein Glück habe ich mich geheilt. Zaubertrank der kleinen Heilung. Ich weiß ja nicht, wie viel Schaden der jetzt verursacht. Komm und... So, jetzt habe ich ihn erstmal angezündet und jetzt bin ich tot. Na super. Mann. Der scheint irgendwie... Da war gerade ein Pferd. Der scheint als Vampir irgendwie was zu haben, womit der rumdingsen kann. So, ich werde jetzt diesen Dings hier schon mal aufladen. So. Jetzt helfe ich der Wache hier gleich, dann habe ich die nämlich sozusagen noch gleich zur Unterstützung. Kopfgeld hinzugefügt. Nicht so. Ah, dieser scheiß Vampir. 1000 Kopfgeld. Was soll denn das? Vor allem, ich wollte der Wache bloß helfen. Ich probiere das jetzt nochmal. Wisst ihr was? Wir machen das so. Ist er weg? Das Gesetz? Ja, der ist tot. Gold, Granatstein, Vampirstaub. Oh, ist das teuer. Vampirrüstung, gut, Vampirstiefel ist egal. Stahlschein ist egal. Komm. Oder warte mal, ich nehme die Stiefel noch mit. Das Schwert ist mir zu schwer. Aber da ich ja sowieso nachher zum Händler will, kann ich mich ja auch ein bisschen voller bepacken. So, dann speichern wir nochmal eine Runde. Was?
schaut er mich so an? Oh, ist der nervig. Ich werde die ganze Zeit beobachtet. Ich glaube, ich muss dazu irgendwie in Schatten gehen. Versucht ihr euch zu verstecken? Also ich sehe euch klar und deutlich. Das ist ja witzig. Ich kann ja zumindest nachgucken, was man klauen kann. Das Gucken ist offenbar erlaubt. Dann könnte man ja auch hier mal gucken. Königstadt ist zwar ein hübsches Dörfchen, aber auch ein langweiliger Dienstort für eine Wache. Wenn zumindest ein Drache angreifen würde, das wäre schon etwas anderes. Nicht schlecht. Weißlaufer Wachenschild, kaiserlicher Bogen, Stahldolch, 8 Gold, Kleidung. So wahnsinnig viel haben die alle nicht. Ich dachte, man kann hier ein richtiges Vermögen mitmachen. Ich gehe mal zu mir nach Hause. Ich hatte ja noch so ein paar Eisenbahnen, die ich hier noch verstauen kann. So. Durchsuchen. Und dann schauen wir mal. Waffen. Ich glaube, davon wollte ich ein bisschen was verkaufen. Sonstiges. Hier kann ich noch was wegtun. Die Amethysten. Eisenbarren kann weg. Granatstein. Granatstein. Okay. So. Dann gehen wir erstmal wieder runter. Und wieder raus. So, dann werde ich jetzt noch zum Händler gehen. Und ich glaube, dann ist es auch schon mal fast genug für heute. Ich ärgere das, dass ich jetzt hier eigentlich noch mal jemanden beklauen wollte. Das Problem ist, dass hier zum Beispiel diese Wache da total, mich beobachtet. Ich meine, kann ich Wachen beklauen? Jetzt bin ich versteckt. Entdeckt. Versteckt. Immer noch versteckt. Entdeckt. Jetzt bin ich wieder versteckt, jetzt bin ich wieder entdeckt. Ach so, weil da drüben jetzt dieser Mensch da langläuft. Passt doch auf euch auf, oder? Amrin. Das ist auch ein Vogel. Was ist denn? Ich könnte mal gucken, was Amrin so dabei hat. Amrins Familienschwert. Dietrich, 500 Gold. Ach, stimmt. Stimmt. Der ist doch ein Trainer. Ich habe damals bei dem trainiert. Ich könnte mir vorstellen, dass das das Geld ist, was ich dem damals gegeben habe. Das wäre natürlich witzig, wenn man trainieren kann und dann holt man sich das Geld von denen einfach wieder. Dann kriegt man das ja sozusagen kostenlos. Vorausgesetzt natürlich, man ist geschickt genug, das zu machen. So, oh Gott, der hat 17 Gold. Ich dachte, der lädt sich vielleicht mal wieder auf. Das ist ja nervig. Da könnte ich bei Arcadia nochmal vorbeigucken. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, was benötigt. Mal gucken, was habt ihr zu verkaufen? Seid ihr also ein Alchemist? So ist es. 345, na, bei der kann ich vielleicht wenigstens was verkaufen. Vorausgesetzt, ich finde was. Das hier würde ich eigentlich alles nicht verkaufen wollen. Schade. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit... Ich muss da nochmal überlegen, wie ich das mache. Kann ich vielleicht mit der, bei der hier irgendwas verkaufen? Es ist schon ärgerlich genug, dass mir all diese Männer ständig Anträge machen. Aber dieser Bade, der ist am schlimmsten. Bekommt ihr viel Aufmerksamkeit von Männern? Ihr macht euch ja keine Vorstellung. Die Hälfte der Männer von Weißlauf haben um meine Hand angehalten. Darunter sogar Junggesellen. Oh. Sie werden es nie verstehen. Weder Unmengen an Blumensträußen noch honigsüße Worte werden mich umstimmen. Im Augenblick zählt für mich nur meine Tochter Mila. Kein Mann wird sich zwischen mich und mein kleines Mädchen stellen. Was auch immer das jetzt bedeutet, der Mann stellt sich zwischen sie und ihre Tochter. Naja, egal. Bereitet euch jemand Probleme? Dieser Bade Mikael, so wie er über mich redet, bittet er förmlich darum, dass man ihm einen Dolch an die Kehle hält. Soll ich das machen? Ich habe gehört, wie er in der beflaggten Meere damit angegeben hat, dass er mich so zähmen will, wie ein echter Nord eine wilde Bestie zähmt. Okay. Was wäre, wenn ich mit Mikael rede? Ihr könnt es gern versuchen, aber ich glaube kaum, dass irgendetwas in seinen Dickschädel dringt. Höchstens ein Schwert. Ha! Rede mit Mikael über Carlotta. Vergesst nicht, täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. Ja, ja, du willst es bloß verkaufen. Na gut, ich glaube, das Reden mit Mikael schaffen wir noch und dann begeben wir uns aber zur wohlverdienten Pause, wie bereits angekündigt.
Sinmir, wer ist das? Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Okay. Hallo. Wenn ihr nach einer Dame sucht, dann sucht ihr besser. Ihr müsst Carlotta Valencia in Ruhe lassen. Dazu hat euch Carlotta angestiftet, nicht wahr? Es tut mir leid, aber diese feurige Witwe ist mein. Sie weiß es nur noch nicht. Sie gehört euch nicht. Lasst diesen Unfug überreden. Ich bin sicher, dass wir zu einer Übereinkunft kommen können. 126. Lasst sie in Frieden sonst. Ich würde sagen, wir versuchen es mal mit überreden. Was habt ihr da gerade gesagt? An mein Ohr drang nur das Geräusch der Eifersucht. Dann Prügelei anfangen. Das werdet ihr bereuen. Und immer ordentlich drauf da. Der hat einen ganz schönen Schlag drauf. Und starker Schlag. Und noch einer. Hallo? Hat er nicht gemacht. Schade. Noch ein starker und bam. So. Wenn die Carlotta wüsste, was ich hier gerade für sie tue, müsste eigentlich ich derjenige sein, der den Heiratsantrag macht. Wollt ihr nur so dastehen und einstecken? Wehrt euch! Jawohl! Ihr führt einen kräftigen Schlag, das muss man euch lassen. So, und jetzt? Lasst Carlotta in Frieden oder das hier wird noch schlimmer. Ihr habt gewonnen. Bei meiner Ehre. Carlotta wird sich nie mehr Sorgen wegen mir machen müssen. So ist das doch prima. Für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Mir erst. So. Die Wachen in dieser Stadt sind alle faul und undiszipliniert. Es muss sich etwas ändern. Die schon wieder. Mit der könnte ich auch mal reden. Von den Alikir? Ach so, geht nicht. Dazu muss ich erst wahrscheinlich diesen Trottel da umbringen. Das wollte ich ja eigentlich auch noch machen, wenn ich mich recht entsinne. So, Moment. Jetzt wollte ich erstmal wieder meine Sachen ausrüsten. So, halt. Verstecken. So, ist da dieses Waisenkind? Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst. Ach so, das ist Mila. Dann reden wir erstmal mit der Mutter. Fürs Obst. Wirklich? Ihr habt diesen Lautenspieler davon überzeugt, mir nicht mehr nachzustellen? Ja, aber. Ich würde ja den Göttern danken, aber werde mich damit begnügen, euch zu danken. Hier habt ihr ein paar Münzen für eure Hilfe. Dankeschön. Oh, hier draußen fliegt gerade ein Jagdflugzeug vorbei. 250 Geld, das finde ich doch mal richtig geil. Das wollte ich jetzt machen. Achso, nee, das war nicht. Ich wollte mit denen noch reden. Was habt ihr zu verkaufen? Aber ich glaube nicht, dass ich bei dem ordentliche Sachen verkaufen kann. Nee, nur Essen und Zutaten. Das ist ärgerlich. Und bei dem hier? Graumähne. Woher wollt ihr wissen, dass euer Sohn lebt? Ich weiß es einfach. Ich fühle es in meinem Herzen. Ihr müsst mir glauben. Bitte, kommt zu mir nach Hause. Dort kann ich euch die ganze Geschichte erzählen. Begonnen der Vermisste. Bitte, lasst uns ungestört reden. Ah, wo ist denn das? Das wenigstens hier? Nee. Leider nicht, meine kleine Fee. Noch ein Tag und das Obst wird faul. Wir müssen davon so viel. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure Gute. Das sagt ihr immer. Tja, ich habe jetzt gerade mal diesen Gesprächen hier auf dem Marktplatz gelauscht. Das finde ich ja witzig. Dass hier, können wir den Stand früher schließen, Mama? Beziehungsweise könnt ihr den Stand früher schließen? Die hat ihre Mutter ja mit ihr angeredet. Und dann jedenfalls, denkt nicht mal im Traum daran. Geh einfach weiter. Und ja, jedenfalls fand ich dann schon witzig, dass dann die Mutter, nein, wir müssen erst unser ganzes Obst verkaufen. So, na gut, dann laufen wir dieser Frau hier noch hinterher. Ich wollte ja eigentlich bloß kurz gucken, ob ich noch irgendwo was verkaufen kann, aber das zieht sich ja schon wieder ewig in die Länge. Naja, so heißt es drum. Na, komm schon. Oh, nervig. Wahrscheinlich muss ich jetzt sowieso irgendwie den Sohn suchen. So, rein mit dir. Was? Muss ich das Haus jetzt ernsthaft aufschließen? Da speichere ich aber mal vorher. Ich habe jetzt Angst, dass die dann sonst denkt, dass ich einbrechen will. Schlossknacken verbessert. Cool. Zuhause. Wahnsinn, dass ich hier einbrechen muss, um mit der zu reden. Wen habt ihr da mitgebracht? Awulstein, legt das weg.
Er will uns bei der Suche nach Thorald. Oh, hier mit der Streitaxt oder was? Woher wissen wir, dass er nicht für die Kampfgeborenen spioniert? Das war dumm. Wir können niemandem vertrauen. Wer weiß, was geschieht, wenn sie mich hier finden. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte keine Waffen mehr. Lasst uns einfach reden. In Ordnung, Mutter. Das ist der Sohn? Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Ihr wollt also helfen. Das ist der Sohn? Was kann ich tun? Ich weiß, dass Thorald nicht tot ist. Ich weiß es einfach. Achso, dann ist das der Bruder, okay. Die Kaiserlichen halten ihn irgendwo gefangen. Aber ich weiß nicht wo. Diese verdammten Kampfgeborenen. Sie wissen etwas. Sie verbergen es. Sie verspotten uns förmlich damit. Sie wissen etwas. Sie verbergen es. Sie verspotten uns. Mein Schatz. Ich weiß es einfach. Ich wage es nicht, das Haus zu verlassen. Also müsst ihr mir helfen. So. Finde Verweise, Hinweise über Thoralds Verbleib. So rum. Warum glaubt ihr, dass die Kampfgeborenen etwas damit zu tun die haben? Die Kampfgeborenen. Die größten Stiefellecker des Kaisers hier in Weißlauf. Ihre Verbindung zum Kaiserreich und zur Armee sind bekannt. Als Thorald nicht nach Hause kam, war mir alles klar. Sie wussten, dass Thorald die Sturmhändler unterstützte und ihnen im Kampf zur Seite stehen würde. Sie ließen ihn nicht zurückkehren. Sie haben ihn eingesperrt, um sich an meiner Familie zu rächen. Da bin ich mir sicher. Welche Beweise braucht ihr? Eine Bestätigung, dass Thorald nicht tot ist, sondern gefangen gehalten wird. Ich weiß, dass sie bei den Kampfgeborenen findet. Sie würden den Beweis natürlich verstecken, damit nicht rauskommt, dass sie die ganze Zeit über gelogen haben. Aber ihr könntet sie so weit bearbeiten, dass sie nachlässig werden. Das heißt, ich müsste es mir mit den Kampfgeborenen verderben. Niemandem sagen, dass ihr mich hier gesehen habt. Okay. Gut, Freunde, ich würde sagen, ich speichere hier, dann kann ich mir beim nächsten Mal überlegen, ob ich das mache oder nicht, denn, wie gesagt, ich würde es mir dann wahrscheinlich mit den Kampfgeborenen verderben, wenn ich die jetzt irgendwo bearbeite. Und das hieße dann natürlich auch, dass ich mehr Partei für die Sturmmäntel ergreife und es mir mit den Kaiserlichen so ein bisschen verscherze. Da muss ich nochmal im Großen und Ganzen drüber nachdenken, ob ich das will oder nicht. Und ja, vielleicht bin ich beim nächsten Mal ja schon schlauer, wie ich mich kenne, sowieso nicht. Und ja, wir vertagen uns einfach bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss!